So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ja, an dieser Stelle habe ich die letzte Folge ja beendet. Er kommt jetzt nochmal natürlich angerannt. Gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Alles klar. Was soll ich tun? Wissen wir bereits. Ich töte einfach alle Templer, die mir in den Weg kommen. So, was für Waffen habe ich denn? Ich habe irgendwie... Genau, Wurfmesser. Ich kann meine Fäuste verwenden. Mein Schwert. Alles klar, Schwert ausgewählt. Obwohl mir da an sich noch irgendwas fehlt. Weil es, man hat ja noch die kurze Klinge und die fand ich eigentlich immer am geilsten. So, markieren wir den Jungen nochmal hier. Na, zack, und ausgekontert. Im ziemlich blutigen Konter. Kontern macht auch saumäßig Spaß. Alter, Frechheit. Durchgebrochen. Na? Zack. Und nun zu dir, Junge. Komm her. Und wieder ausgekontert. Ja, das muss ich noch sagen. Als ich es früher gespielt habe, habe ich fast nur gekontert in größeren Kämpfen, weil das macht das Spiel so unglaublich einfach. Glaubt man gar nicht. Oder aber den Gegner angreifen, wenn er seine Klinge noch nicht gezogen hat, dann ist er praktisch schon tot, bevor der Kampf überhaupt richtig begonnen hat. So. Genau, das, da habe ich gerade gesprintet und bin dann praktisch gegen andere Passanten gegengelaufen. Ich nenne sie jetzt mal Passanten. Oh, verdammt. Frechheit. Oh, ausgewichen. Ey, ey. Hä? Was soll... Ach, toll, am Arsch. Ich muss den erst markieren, damit ich das machen kann. Gut. Das weiß ich jetzt wenigstens. By the way, wo immer Vögel sind, kann man runterspringen. Hier endet dein Leben. Ah, verdammt. Zack. Reingelaufen in die Klinge. Ah, darauf habe ich jetzt keinen Bock zu warten. So. Weiter in Richtung Tor. Alles klar. Zurück nach Marcias. Das ist die Burg. Oder das ist die Stadt, glaube ich. So. Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für euch. Das ist eine coole Aktion. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Das ist wirklich eine coole Aktion, die jetzt gleich folgt. Er sollte keinen Ärger machen. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Ich bin verrückt, ich kletter nur den Leiter hoch. Was sind das für Spacken? Geht auf diese Plattform, Alter. Genau. Man sieht, da sind Vögel. Hä? Auf welche Plattform soll ich? Ach, auf die. Man sieht, da sind wieder Vögel. Das heißt, genau das, was ich eben schon erklärt habe. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es. Bringt mir die Geisel. Nett. So viel zu der Geisel, was? Oh Mann. Wie lange bis eure Festung von ihnen zerbröckelt?
Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Natürlich. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Wir springen uns jetzt in den Tod. Todessprung. Zack. Oh, Trottel, ey. Springt er daneben? Was für ein Spacken. Still. Die Templer werden uns hören. Idiot, ey. Alter, das sieht aber echt übel aus. Das hat aber ganz schön geknackt. Nun gut. Ich muss mal eben kurz gucken, wo wir hier lang müssen. Und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Über den Balken rüberlaufen. Alter, ich glaube, das könnte ich nicht. Uiuiui, das war knapp. Ja, die Frage ist, was wurde geplant? Was sollen wir auf die Feinde herabbringen lassen? Den Tod, also ein paar Leichen? Nee. Ich weiß es selber gar nicht mehr. Nein! Oh, geile Aktion! Ja, der erste Tod, klasse! Scheiße, ey! Da bin ich gesprungen, anstatt rüber zu klettern. Ja. Jetzt heult der wieder rum hier, ey. Fresse halten. Still. Oder die Templer werden uns hören. Alter, wieder da rumstöhnt, ey. Ich bleibe zurück und kümmere mich um. Ihr müsst alleine weiter. Uiuiui, da wäre ich fast daneben gelaufen. Geht und löst sie aus. Lass den Tod auf unsere Feinde ringen. Alter, eben schon der erste Tod, ey, das gibt's ja nicht. Naja, wegen solchen Aktionen werde ich auch öfter sterben. So, darüber. Da. Dahin. Mache ich jetzt alles mal ein bisschen langsamer, dass sowas nicht nochmal passiert. Der hat's echt drauf in Sachen Klettern. Der gute Alter hier. Oh, Platsch. Und schon verarbeiten wir die Templer zu Brei. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Ja. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir. Wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen.
Gefährde die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich. Ganz ehrlich, ich denke, der Kerl ist nur gekommen wegen der Bundeslade. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, alter ihr. Der Bart vom alten Sack sieht aus, als wäre das sein Kinn, als hätte er so ein unglaublich langes Kinn. Und als hätte er da so ein paar Fusselbärtchen, paar Zotteln. Das ist zu gefährlich. Was sind schon ein, zwei Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Und wir können uns hier jetzt ein bisschen frei bewegen. Glaube ich. Mal schauen, was wir hier so haben. Ein paar verschlossene Türen. Laufen können wir nicht. Ja, können hier praktisch nur normal lang gehen. Man sieht hier Kameras überall und man hört sie ein bisschen reden. Kann ich hier ran? Ich weiß, irgendwie konnte man hier den PC, glaube ich, hacken oder so. Noch nicht, gut. Dann gehen wir mal in unser Zimmer hier praktisch. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Tja, scheiße sowas. So. Bisschen belauschen, ich bin ruhig. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verhätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. So. Schauen, was jetzt als nächstes anliegt. Sollten wir, ne. Gut, ich glaube, wir sollen zurück zum Animus gehen. Wir haben sie jetzt eben belauscht. Wir konnten deswegen etwas mehr verstehen als nur Genuschel. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Da war ich gerade schon drin. Aber gut, gehen wir eine Runde schlafen. Verdammt, abgeschlossen. Tja, als wär's so einfach. So. Legen wir uns schlafen. Oh. Und jetzt stellt sich die Frage, was war das? Man hat ein paar rote Zeichen gesehen, Schriftzeichen. Kurze Vision. Über mir stehen. Ja, da hätte ich auch Panik. Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht zu anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug.
Okay. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu ver-